Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Stellen Sie sich ein junges rumänisches Mädchen vor, irgendwo zwischen Bukarest und absoluter Perspektivlosigkeit. Sie ist kaum 20 Jahre alt, ohne Geld, ohne Job und womöglich sogar ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Eines Tages trifft sie auf einen jungen Mann. Er erzählt ihr von einem besseren Leben in Deutschland. Er hat ein Smartphone bei sich und zeigt ihr Bilder und Videos. Die junge Frau sieht schöne, saubere Straßen, hübsche Reihenhäuschen, volle Supermärkte, viele schöne Geschäfte mit Kleidern und Schmuck. Ja, vielleicht hatte er sogar ein Geschenk mitgebracht. Und er sagt, das Glück sei zum Greifen nah, sie müsse doch nur ein bisschen mutig sein und ihm vertrauen. Und er könne ihr Arbeit in einem Restaurant besorgen und gemeinsam könnte man ein neues Leben aufbauen. Es dauert nicht lange und das Mädchen wird mutig und sie verlässt ihre Heimat und folgt dem jungen Mann nach Deutschland. Zum bösen Erwachen kommt es dann, wenn sie sich in irgendeinem Bordell oder vielleicht hier in Berlin auf der Kurfürstenstraße wiederfindet. Und ja, dort wird sie auch bedienen müssen, aber nicht Gäste im Restaurant, sondern 25 bis 40 Freier täglich. Ruhepausen oder Sonntage gibt es für sie nicht und auch dann nicht, wenn sie schwanger ist oder vielleicht einfach nur mal krank. Und diesen soeben beschriebenen Fall, den können Sie nun in verschiedenen Variationen abwandeln. Nehmen wir statt dem Mädchen einen jungen Mann, der jung, kräftig, ausdauernd, hoffnungsvoll nach Deutschland kommt, um eine Arbeit zu finden am Bau oder vielleicht in einer Fleischwarenfabrik und dann merkt, dass er in faktisch einer Knechtschaft landet und das nicht zum Mindestlohn, sondern für einen Hungerlohn. Oder die Kinder, Variationen mit Kindern, die aus welchen Gründen auch immer auf der Straße sich befinden oder aus irgendwelchen anderen Gründen in die Hände von skrupellosen Menschenhändlern geraten. Ja, ihr Schicksal wird es vielleicht sein, zu betteln, am Brandenburger Tor möglicherweise Passanten anzusprechen und um etwas Geld zu bitten, natürlich nur für karikative Zwecke. Oder sie müssen stehlen. Und wenn Sie am Ende des Tages nicht mindestens 300 Euro zusammen haben, dann gibt's Prügel. So oder so ähnlich läuft es täglich ab. Hier in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Ja, der Menschenhandel und die damit einhergehende systematische Ausbeutung hat sich inzwischen zu einem lukrativen, milliardenschweren Geschäft entwickelt. Und das Geschäft hat Wachstumspotenzial. Die Ware Mensch wächst ja immer wieder nach. Mit dem Gesetz, das wir heute hier verabschieden werden, versuchen wir, diesem skrupellosesten aller Geschäfte ein Ende zu setzen, einen Riegel vorzuschieben, klarzustellen, Menschen sind keine Ware. Es verbietet sich, sie zu kaufen, sie zu verkaufen oder sie in irgendeiner anderen Form auszubeuten. Und jeder, der dies anders sieht und sich an diesem Geschäft beteiligt, der wird aufs Schärfste bestraft, den versuchen wir mit aller Macht zu verfolgen. Und dieses Gesetz, das wir hier haben, die Vorschriften, erfassen all die Fälle, die ich aufgezählt habe, inklusive dem extremen Fall des Organhandels. Und bestraft und erfasst von den Vorschriften wird nicht nur ein Haupttäter, sondern jeder, der in dieser Kette sich daran beteiligt. Besonders ist wichtig ist mir, gerade heute, wo wir das Prostituiertenschutzgesetz auch verabschiedet haben, den Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und die Zwangsprostitution zu stoppen. Und nicht nur, weil genau diese Form des Menschenhandels das Gros der Fälle des Menschenhandels ist, sondern weil Prostitution, erzwungene Prostitution, das Schlimmste ist, was einem Menschen widerfahren kann. Demütigungen durch sexuelle Gewalt sind ebenso verheerend wie Folter. Und man muss sich einmal vorstellen, dass das Geschäft mit der Prostitution weltweit jährlich Gewinne von rund 91 Milliarden Euro bringt. Die Basis für dieses Riesengeschäft seien, so will uns die Lobby der Sexindustrie glauben machen, rein wirtschaftliche Beziehungen zwischen verantwortungsvollen Erwachsenen. Da gibt es die selbstständig tätige Sexarbeiterin, die mit der Prostitution einem liberalen, freien und modernen Beruf nachgeht. Daneben gibt es den Zuhälter, der natürlich kein Ausbeuter ist, sondern allenfalls Räume vermietet. Und schließlich gibt es den Freier, der keine Zwangslage ausnutzt, nein, sondern ganz gewöhnliche Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Oder glauben Sie ernsthaft, dass die 91 Milliarden Euro
jährlich wirklich in den Taschen der Sexarbeiterinnen landet? Selbstverständlich nicht. Tatsächlich steckt dahinter sehr häufig hinter dieser Sexindustrie der Menschenhandel. Die Einschüchterung durch brutale Gewalt, Demütigung und Entwürdigung. Und deshalb müssen wir in diesem Bereich auch genau hinsehen. Und wir müssen alle in die Pflicht nehmen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit der Vorschrift über die Freierstrafbarkeit, die Strafbarkeit von Freiern, ein Freier, der Zwangsprostituierte benutzt für seine sexuelle Befriedigung, hier einen enormen Vorstoß zu machen im Kampf gegen diese Straftaten. Wir setzen den Hebel nämlich genau da an, wo er eigentlich am wirkungsvollsten sein könnte, bei der Nachfrage. Und das ist auch richtig so, denn es muss selbstverständlich sein, dass derjenige bestraft wird, der die Lage geknechteter Frauen ganz bewusst für seine sexuellen Zwecke missbraucht. Und wenn es uns dadurch gelingt, die Nachfrage deutlich zu senken, dann entziehen wir den Drahtziehern dieses Geschäfts auch einen Boden. Im Übrigen wäre es vor dem Hintergrund der heute beschlossenen Reform, Nein heißt Nein, ja, eine Farce. Niemand darf zur sexuellen Handlung gezwungen werden, auch nicht Prostituierte. Neben dem neu eingeführten Aspekt der Freierstrafbarkeit haben wir, Sie haben es schon angesprochen, die Loverboy-Fälle mehr geregelt. Es geht da um die Fälle, wo einem Mädchen, eine Frau die große Liebe vorgespiegelt wird, um sie letztlich auszunutzen in der Prostitution. Und es ist völlig richtig, dass wir da nicht mehr unterscheiden nach dem Alter des Mädchens oder der Frau, nicht mehr danach, ob es sich um eine deutsche oder ausländische Frau handelt. Wir machen hier keine Umstände, alle Fälle müssen erfasst sein. Ein wichtiges Anliegen der Union war es auch, und eigentlich halte ich das wirklich eines der wichtigsten Anliegen, die Ermittlungsbehörden mit den richtigen Instrumenten auszustatten. Das wäre der Opferschutz. Denn ohne Ergebnisse im Ermittlungsverfahren kann es keine Verurteilung geben, keine Abschreckung und dann natürlich keinen Schutz für die Opfer. Aber wir haben wenigstens einen Erfolg auf jeden Fall erzielt, und das ist der Tatsache, dass wir nun künftig die akustische Wohnraumüberwachung, dass die möglich ist bei dem Verdacht auf einen besonders schweren Fall von Menschenhandel, wie zum Beispiel bei einer Bande oder gewerbsmäßig. Aber ich sehe auch, Sie sagen es zu Recht, wir brauchen da mehr Maßnahmen. Ich bedauere sehr, dass es uns nicht gelungen ist, mit der SPD da noch mehr hinzubekommen, insbesondere zum Beispiel beim Verdacht auf Zuhälterei oder Ausbeutung der Prostitution, die Telekommunikationsüberwachung zu ermöglichen. Aber vielleicht gelingt uns das ja noch, denn es ist so, dass die Praxis häufig so ist, dass man nur über die Zuhälter an die Menschenhändler dahinter rankommt. Erst wenn ich da die Chance habe, Informationen zu kriegen, kann ich den ganzen Menschenhändlerring auffliegen lassen. Wir hatten ja viele Gespräche mit dem Praktiker Herrn Sporer, er wurde heute schon genannt. Das hat er immer gefordert. Es ist wirklich leider schade, dass wir es nicht geschafft haben. Das Gleiche ist, dass es mit der SPD noch nicht möglich war, die Straftatbestände Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei zu reformieren. Das wäre erforderlich gewesen, um hier einen Gleichlauf zu machen. Aber uns ist versprochen worden, dass das noch in dieser Legislaturperiode kommt. Also ich hoffe, dass das keine leeren Versprechen waren. Stattdessen wurde ein besonderer Augenmerk auf den Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft und der Ausbeutung der Arbeitskraft gelegt. Natürlich, völlig zu Recht, besteht auch hier ein strafrechtlicher Handlungsbedarf. Denn auch das geht nicht, keine Frage. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass man einen Unterschied macht, zum Beispiel beim Strafrahmen. Denn Zwangsprostitution ist auch Arbeitsausbeutung, aber es ist zusätzlich noch eine massive Verletzung des höchstpersönlichen Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung. Man ist doppelt bestraft. Ich glaube, da hätten wir Unterscheidungen noch treffen können. Wo wir uns einig waren, und das ist natürlich versöhnlich zum Schluss, ist, dass wir wirklich vorhaben, und das unterstelle ich auch allen anderen und natürlich auch der Opposition, dass wir alle Register ziehen wollen. Wir wollen zu fassen kriegen die Handlanger, die Hintermänner. Wir wollen mehr Verurteilungen erreichen im Menschenhandelsbereich. Wir wollen alles dafür tun, dass das Geschäft mit der Ware Mensch, egal zu welchem Zwecken, Prostitution, Arbeit, Organhandel oder Sonstiges, dass das so unattraktiv wie möglich wird. Und wenn uns das mit dem Gesetz bisher nicht gelingt,
dann müssen wir noch mal nachbessern. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Keul für Bündnis 90 Die